Willkommen zu Take 7, Kirche menschlich, lebendig, gut. Heute mit dem Schwerpunkt Kernverpflichtung. Wozu verpflichten wir uns eigentlich, wenn wir uns für Gott entscheiden? Wenn wir an Gott glauben, ihn lieben und uns deshalb bewusst für ein Leben mit ihm und für ihn entscheiden, kriegen wir dafür ewiges Leben und sichern uns entsprechend einen Platz im Himmel. Durch den Tod am Kreuz und seine Auferstehung zurück ins ewige Leben schafft Jesus Christus für jeden Menschen den Zugang zur lupenreinen Gnade, Vergebung und Liebe Gottes und damit eine garantierte Perspektive in die Ewigkeit. Friede, Freude und Eierkuchen, was will man mehr? Christen wissen mehr, denn sie haben Gewissheit, wohin die Reise nach diesem Leben auf dieser Erde geht. Ist doch gut. Ein Bibelschullehrer, der mich wegen seiner Ernsthaftigkeit und manchmal auch Sturheit etwas genervt hat, sagte öfters: Die Bibel redet nicht davon, dass wir Spaß haben im Leben, sondern tiefe Freude. Mit nun bereits etwas mehr Lebenserfahrung verstehe ich seine Argumentation besser. Es war ihm wichtig, in erster Linie aus tiefer, von Freude erfüllter Überzeugung und Hingabe und nicht aufgrund irgendwelcher persönlicher Vorteile oder aus Oberflächlichkeit eine Entscheidung für ein Leben mit Gott zu fällen. Wozu verpflichten wir uns denn? Ich meine, unser Glaube an Gott reicht ja aus, um 100% errettet zu werden. Und ich wüsste auch nicht, was ich als Mensch zu meiner Errettung noch irgendwie Konstruktives beitragen könnte. Gottes Möglichkeiten sind für mich schlicht etliche Schuhnummern zu groß und Gottes vollumfängliche Gnade würde wohl kaum echte Gnade sein, wäre sie an kleingedruckte Verpflichtungen geknüpft. Also welche sind denn unsere Kernverpflichtungen, wenn wir mit Gott leben wollen? An erster Stelle steht ganz sicher eines, die Liebe zu Gott. Liebe ist allerdings an sich keine Arbeit oder Aufgabe und kann entsprechend, so meine ich, auch keine Verpflichtung sein. Sie ist vielmehr unbedingte und freiwillige Voraussetzung für alle unsere christlichen Verpflichtungen. Paulus bestätigt dies im Epheserbrief. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Andere Übersetzungen sagen zum Beispiel die Elberfelder und wandelt in Liebe. Und hier ist nicht menschliche, sondern göttliche Liebe gemeint, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Oder im ersten Korintherbrief sagt Paulus bezeichnend, das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Jetzt kommen wir der Sache schon etwas näher. Wohin auch immer wir auf Erden Schritt für Schritt wandeln, es soll von der Liebe Gottes bestimmt sein. Jesus nennt uns eine absolute Kernverpflichtung. Er sagt, dass es nicht einfach für uns sein wird, ihn vor den Menschen zu bekennen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt dies nicht immer so leicht. Ihn zu bekennen vor den Menschen heißt ja auch, in jeder Lebenslage Schritt für Schritt eben liebevoll, ehrlich, echt und transparent zu sein. Auch wenn Menschen unsere halben, kleinen oder Notlügen vielleicht nicht entlarven werden, umso mehr weiß Gott Bescheid. Jesus sagt deshalb unmissverständlich und deutlich. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Ich kenne leider für mein Verständnis zu viele Menschen, die Jesus vor den Menschen zwar mit Worten mutig verkünden und sich zu ihm bekennen und sogar oft stark und überzeugend theologisch argumentieren können, aber dennoch ein intransparentes und fragwürdiges Leben führen. Dies hinterlässt bei mir stets ein etwas fahles Unbehagen. Ich meine, dies passt doch einfach nicht zusammen, oder? Wenn jeder Schritt unseres Lebens von der Liebe Gottes bestimmt sein soll, so betrifft dies alles, einfach alles. Unser Denken, Fühlen, Handeln, Reden, Arbeiten, Ausruhen, Faulenzen, Ferien machen, Sport treiben, Essen, in den Ausgang gehen, mit Finanzen umgehen, Schlafen.
Keine Ausnahmen sind möglich, liebe Freunde, keine. Ich meine allerdings gar nicht Perfektion, nein, nein, dies schafft keiner von uns und ist auch nicht der Anspruch Gottes. Ich wünsche mir vielmehr, auch für mich selber, dass mein Bekenntnis nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern aus tiefstem Herzen kommt. Einem Herzen geprägt und erfüllt von der Liebe Gottes. Christsein ist dementsprechend nicht einfach individuelle Privatsache, sondern vielmehr Transparenz und Offenheit. Spielen wir mit offenen Karten, stehen wir zu unseren Stärken, aber auch zu unseren Schwächen. Wie es in einem Lied von der Outbreak Band heißt, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen, der Mittelpunkt in meiner Stärke und der Mittelpunkt auch in meiner Schwäche. Und machen wir uns keine Illusionen, Menschen werden uns vor allem daran beurteilen, ob wir das auch leben, was wir verkünden. Fazit: Wir lieben Gott nicht, weil wir uns dazu verpflichtet fühlen, aber wir verpflichten uns Gott mit allen Bereichen unseres Lebens zu ehren, weil wir ihn lieben.